Die ganze Zeit, vom Anfang der Kette, von der ersten Situation der Polizeiwache in Geldern, über die ganze Zeit in der Haft und auch bei seinem Tod im Krankenhaus, Ahmad A. wurde immer als derjenige klar identifiziert, der er war. Ahmad A., syrischer Staatsbürger, Klammer auf, hellhäutig, Klammer zu. Und bis heute ist bei dieser Ausgangslage die Kernfrage nicht geklärt. Wenn dem so sein, dass er immer richtig identifiziert wurde als der, der er war, warum ist es in diesem Land möglich, dass er inhaftiert wurde, über Wochen jetzt tot ist, für einen Staatsbürger aus Mali, Klammer auf, dunkelhäutig? Er war es nicht. Und wie kann so etwas sein? Das müssen wir einfach aufklären. Diese Diebstähle, wofür der Straftäter aus Mali gesucht wurde, fanden 2015 statt. Ahmad A. ist erst im Frühjahr 2016 überhaupt nach Deutschland eingereist. Und es ist niemandem aufgefallen, bei der Polizei und in der Justiz, über mehrere Wochen, dass hier der Falsche sitzt. Das ist doch alles unerklärlich. Wir müssen daraus Lehren ziehen, weil eins ist klar, erklärbar ist das nicht nur mit individuellen Versagen irgendwo, sondern er war ja immer richtig identifiziert, sondern es muss Systemfehler geben, es muss strukturelle Defizite geben, die muss man identifizieren. Und dieser Untersuchungsausschuss muss seinen Beitrag dazu leisten, genau hinzugucken, was passiert ist, und dann daraus die Lehren zu ziehen. Da sind wir dann alle wieder gefordert, Lehren zu ziehen, Fehler zu korrigieren, Strukturen zu korrigieren, dass so etwas nie wieder in unserem Land passieren darf.